warum ist Backup eigentlich so kompliziert geworden und was hat es für Implikationen und wie kann man das vielleicht auch verhindern. Grundsätzlich zum Thema Komplexität ist natürlich so, dass je heterogener eine Infrastruktur ist, desto höher ist der Aufwand für Administration, für Updates, für Wartung und natürlich auch die Anfälligkeit für Fehler, beziehungsweise natürlich sind verschiedene Systeme auch unterschiedlich gut geschützt und haben unter Umständen Schwachstellen, die ausgenutzt werden können. Das bedeutet, je höher die Komplexität, desto größer sind die Sicherheitsbedenken natürlich dort. Warum werden Storage-Infrastrukturen komplexer? Wissen Sie besser als wir wahrscheinlich. Ein Faktor ist das Wachstum. Es fallen immer mehr Daten an. Typischerweise werden dann Storage-Systeme umgeschichtet, weil nicht jedes Storage-System einfach erweiterbar ist und werden dann zusätzliche angeschafft und so weiter und so fort. Neue Technologien. Wir sind alles ITler, Nerds im weitesten Sinne. Und natürlich versprechen die Hersteller immer durch neue Technologien, ändert sich alles, wird alles besser. Also werden auch neue Systeme angeschafft, die dann natürlich einzelne Bereiche abdecken, aber vielleicht andere nicht. Aber das wichtigste Thema ist eigentlich, sind die neuen Gefährdungen, die aufgetreten sind. Und die natürlich seit 2016 mit dem Aufkommen von Kryptowährungen und damit den ersten erfolgreichen, in dem Sinne Kryptotrojanern, Stichwort Ransomware, sich natürlich erheblich verändert hat. Ein kleiner Exkurs dazu. Natürlich weiß jeder, Ransomware-Angriffe kosten sehr viel Geld. Der Hauptanteil dabei ist die Ausfallzeit der IT. Jeder Tag, den ein Unternehmen, ein Krankenhaus, im schlimmsten Fall eine Behörde stillsteht, kostet richtig Geld. Natürlich kostet auch die Wiederherstellung. Wenn Sie gezwungen sind, Lösegeld zu zahlen, dann ist das auch inzwischen ein nicht unerheblicher Anteil. Und da gibt es noch weitere Kosten, die wir in so einem White Paper mal zusammengefasst haben. Das BSI oder natürlich jeder vernünftige Mensch empfiehlt dann natürlich auch, Backups sind das einzige Werkzeug, um tatsächlich Folgekosten möglichst gering zu halten und um natürlich das Unternehmen oder die Behörde oder das Krankenhaus so schnell wie möglich wieder in den Normalzustand versetzen zu können. Es gilt dabei natürlich, RTO und RPO zu optimieren, um diese Ausfallzeiten zu minimieren. Das heißt, wie schnell kann ich auf den letzten Stand zugreifen oder überhaupt auf Backup-Daten zugreifen und wie lang oder wie kurz muss ich in der Zeit zurückgehen, um vollständige Wiederherstellung sicherzustellen. Der zweite Trend, den wir gerade inzwischen sehen, ist, dass Backups zwar schützen, aber dass man auch Backups schützen muss, weil neue Ransomware-Angriffe natürlich zuerst inzwischen auf Backup-Infrastruktur abzielen. Die Angreifer sind nicht blöd. Die haben natürlich auch festgestellt, dass funktionierende Backups der beste Schutz gegen die Zahlung von Ransomware sind. Das heißt, gerade in lohnenden Umgebungen, in großen Unternehmen, wenn es natürlich ein staatlicher Angriff ist, ist es noch schlimmer, wird verstärkt Aufwand darin investiert, zuerst die Infrastruktur zu kompromittieren, zuerst die Backups unlesbar oder auch gleich zu löschen. Und um natürlich eine schnelle Wiederherstellung oder überhaupt eine Wiederherstellung zu vermeiden. Erst dann wird die allgemeine Infrastruktur angegriffen und Daten verschlüsselt. Das heißt, dieser Angriff auf die Backups ist unter Umständen sehr lange Zeit unentdeckt. Deswegen sind spezielle Schutzmaßnahmen für Backups absolut notwendig heutzutage, um eben die Backups vor solcher Manipulation oder vom Löschen zu schützen. Der Grund, warum jetzt die Backups so kompliziert geworden sind, ist natürlich der Paradigmenwechsel, der aufgrund dieser Voraussetzungen geschehen ist. Früher war es so,
dass die Gefährdung der Daten eigentlich relativ gering war. Die größte Gefährdung war, dass jemand unabsichtlich oder im schlimmsten Fall absichtlich Daten gelöscht hat auf dem Server. Der typische Chef, der eine E-Mail gelöscht hat und die wiederhergestellt haben möchte. Das heißt, der Zweck von Backup war auch hauptsächlich die Wiederherstellung einzelner Dateien oder im Einzelfall ein Bare Metal Recovery, um zum Beispiel ganze Systeme wiederherzustellen. Auch war natürlich die Virtualisierung noch nicht so stark verbreitet. Das heißt, es gab physische Server, die dann auch entsprechend einzeln abgesichert waren. Und für diese Sachen, für die schnelle Wiederherstellung, hat sich dann Backup to Disk bewährt. In relativ kurzen Zeiträumen, 7 Tage, 30 Tage. Und natürlich dann Tape, um tatsächlich irgendwie regelmäßig Full Backups zu machen, ganze Systeme abzusichern und ähnliche Sachen. Aber das Ziel war natürlich immer, hoffentlich muss ich da nie wieder drauf zugreifen. Deswegen auch sehr wichtig, dass man natürlich mit dem Tape ein Medium hat, was herausnehmbar ist und was absolut geringste inkrementelle Speicherkosten bietet. Die Handhabbarkeit und die integrierte Sicherheit war da gar nicht so das entscheidende Kriterium. Heute hat sich das verändert. Die Gefährdungslage ist grundsätzlich hoch. Jede Firma, jedes Unternehmen, jede Behörde kann Ziel von Angreifern werden, wenn Angreifer sie oder ihr Unternehmen herausgesucht haben als lohnendes Ziel, dann ist es im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis sie tatsächlich auch attackiert werden. Und das Ziel ist natürlich die Wiederherstellung des laufenden Betriebs, wie schon eben gesagt, und damit die Optimierung dieser zwei Parameter, die dafür sorgen, dass man möglichst schnell und möglichst komplett wieder up and running ist. Und um das zu erreichen, braucht es heutzutage spezielle Backup-Lösungen für jeden Aspekt dieser Datensicherung, die eben nicht nur der Absicherung dienen, so nach dem Motto, ja, ich habe da noch ein Backup im Schrank, sondern die Anwendung einer Wiederherstellung ist sehr real und muss deswegen natürlich auch ständig getestet und überprüft werden. Deswegen geht es eigentlich von einem reinen Backup, was im Grunde ja so eine Sicherheitskopie ist, zur Data Protection. Wir wollen jetzt natürlich nicht darüber reden, über Viren, Scanner, Firewalls und ähnliche Geschichten. Aber in dieser Data Protection gibt es unterschiedliche Storage-Bereiche, die jeweils individuelle Konfigurationen erfordern und für die jeweilige Anforderung natürlich auch optimiert sind. Wir haben das mal in 5 Bereiche unterteilt, 4 bis 5 Bereiche, je nachdem, wie man das sehen möchte, oder Anforderungen unterteilt. Wir haben zum einen natürlich den Flash-Speicher, der inzwischen in einem modernen Backup ab einer bestimmten Größenordnung nicht mehr wegzudenken ist, um einfach einzelne Dateien, aber auch natürlich entsprechend einzelne virtuelle Maschinen schnell wiederherzustellen oder sogar natürlich vom Backup starten zu können, während die Wiederherstellung im Hintergrund läuft. Bei Veeam heißt sowas Instant Recovery, gibt es natürlich in anderen Plattformen ganz genauso. Hier wird im Grunde ein Firewall Incremental geschrieben. Das heißt, es werden immer nur inkrementelle Backups gemacht, was die Backup Load insgesamt verkürzt und damit natürlich eine ständige Verfügbarkeit eines aktuellen Standes sicherstellt, was allerdings natürlich erhebliche Anforderungen an das Speichersystem stellt, vor allem wenn es darum geht, Backups dann also in den Recovery zu gehen und Daten wiederherzustellen, weil dann muss aus diesen Incrementals natürlich unter Umständen müssen dann Daten zusammengesetzt werden. Bei uns erledigt sowas der Silent Brick Flash, das ist der rote, also mit dem roten Griff, und der ist bei uns auch innerhalb eines solchen Containers, die natürlich beliebig erweiterbar sind, mit Dual oder Triple Parity geschützt. Daneben gibt es dann das klassische Disk Backup, was neben der Kapazitätsanforderung heute auch
die integrierte Datensicherung natürlich als absolute Minimumanforderung hat. Als Secondary Target für Backup-Copy und ähnliche Geschichten ist es natürlich notwendig, eine bestimmte Performance bieten zu können, aber natürlich auch ein bisschen auf die Kosten zu achten, weil hier unter Umständen auch Full-Backups abgespeichert werden. Das heißt, das Backup muss absolut ein Scale-Up sein, muss im Grunde unbegrenzt skalierbar sein, darf aber den Kostenrahmen natürlich nicht überschreiten. Ein einfaches RAID-System ist da sicherlich nicht geeignet. Neben der gleichen Sicherung vor Datenverlust, die auch mit Dual oder Triple Parity erfolgt, hier sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen notwendig, eben wie vorhin angesprochen, um eine Manipulation der Backups oder ein Löschen zu verhindern. Da gibt es auch verschiedene Methoden. In unserem Fall sind es Continuous Snapshots, das heißt automatisierte Snapshots, die in einstellbaren Intervallen immer wieder den aktuellen Stand sichern und natürlich aus der normalen Backup-Software und mit dem normalen Zugangsrecht nicht erreichbar sind. Sodass also ein Angriff diese Snapshots nicht erreichen kann. Das heißt, im schlimmsten Fall kann ich in der Zeit zurückgehen, wie bei der Time Machine für Apple Computer, und kann dann den Stand von letzter Woche zum Beispiel wiederherstellen. Bei uns ist das bis 90 Tage möglich inzwischen. Wir haben dafür ein Silent Break DS, das heißt, es ist ein bisschen von unserer Philosophie weggehender stationärer Speicher, der im Grunde einfach nur auf Kapazität und den besten Kompromiss zwischen Kosten und Performance ausgelegt ist. Auch hier ist natürlich eine Erweiterung über ein so ein Modul hinweg jederzeit möglich. So ein Silent Break DS kann bis zu 192 Terabyte brutto, also pro Höheneinheit, speichern. Geht aber natürlich, skaliert dann bis in Petabyte. Die dritte Komponente, die wir ja auch schon seit längerem propagieren und die inzwischen, glaube ich, auch als notwendiges Übel akzeptiert ist, ist das Thema Airgap. Typischerweise würde man sagen, herausnehmbare Medien, ja, logisch Tape. Wir sitzen auf Virtuales Tape, da unsere Medien von Haus aus, ja, also die Silent Bricks, herausnehmbar und transportierbar sind, keine eigene Stromversorgung besitzen und in sich gesichert sind. Dort lagert man typischerweise natürlich nur notwendige Backups aus, weil das halt auch ein händischer Prozess ist und damit mit Aufwand verbunden ist. Und wir haben hier spezielle Sicherungsmaßnahmen, die wir im VTL-Fall erhöhen wir die Redundanz auf 4 mit Erasure-Coding und linearen Filesystemen. Das heißt also, hier sind per Definition sowieso immer nur Änderungen möglich, indem man eine neue Version ablegt. Und innerhalb der Software kann natürlich dieses Tape auch gemanagt werden. Das heißt, es kann ausgeworfen werden und damit, wenn man auch möchte, physisch herausgenommen werden, was in dem Fall dem echten Airgap dann entsprechen würde. Funktioniert also wie beim Tape, das kann man dann in Tresor lagern oder an einen zweiten Standort irgendwie verbringen. Und dann gibt es natürlich, was sich immer mehr für verschiedene Bereiche durchsetzt, ist der Object Store, typischerweise ein S3-kompatibler Object Store. Wenn man jetzt herstellerunabhängig agieren möchte, der wird derzeit hauptsächlich eingesetzt, um Backup-Archive zu verdrängen, um die VTL-Flut oder die Tape-Flut sozusagen zu reduzieren, oder natürlich auch als Target für Software-as-a-Service-Daten, zum Beispiel Office 365. Und immer mehr solche Dienste oder auch immer mehr Backup-Software erfordert eben inzwischen einen S3-kompatiblen Object-Store als Target. Und es muss eben nicht ein Public-Cloud-Anbieter sein, wo man die Datenhoheit nicht
im Griff hat, sondern das kann man auch on-premise bewerkstelligen. Und die Backup-Software, wenn man jetzt beispielsweise Veeam anschaut, führt dann noch im Grunde eine Deduplikation. Und weil ja diese ganzen Object Store-Protokolle sowieso darauf optimiert sind, weil es ja ursprünglich ein reiner Webspeicher war, die Datenübertragung und die Datenmenge so gering wie möglich zu halten, kann man hier also jede Menge Speicherplatz natürlich auch sparen. Wir haben auch hier wieder die Sicherung vor Datenverlust durch Datenträgerausfall in unserem Fall eben wieder mit Dual oder Triple Parity. Und wir können natürlich über die Container Snapshots auch hier vor Manipulation und Löschen einzelne Bereiche oder einzelne Volumes komplett schützen. In anderen Lösungen heißt sowas Immutability. Sind verschiedene Ansätze möglich, aber auch auf dem Object Store ist eben wichtig, dass es nicht nur Software-Schutz gibt, sondern dass auch die Hardware entsprechend ausgelegt ist, um eben Datenverlust vorzubeugen. Und bei On-Premise-Lösungen haben Sie das eben selber im Griff. Hierfür eignen sich bei uns auch wieder der Cyanbrick DS als großer skalierbarer Speicher, aber je nach Anforderung auch der Cyanbrick Flash, wenn es also darum geht, dass der Object Store auch bestimmte Performance-Maßnahmen erfüllen soll. Das Ziel dieser ganzen Aktion ist natürlich, die Komplexität trotz der Vielzahl von Anwendungen zu reduzieren. Das heißt, man hat natürlich diese Anforderungen, die jeweils auf die Anforderungen optimierte Lösungen erfordern. Da kommt man inzwischen auch kaum mehr dran vorbei. Deswegen, und das ist halt wirklich wichtig, wir stellen es immer wieder fest, eine Analyse pro Unternehmen, die genau oder sogar pro Bereich, die genau die richtigen Anforderungen mit den richtigen Technologien verknüpft, ist absolut unausweichlich. Sie brauchen eine Backup-Beratung, eine Data Protection-Beratung, die Ihnen genau erzählt, wie Sie Ihre RTO und RPO optimieren und einstellen können, sodass für Ihre spezielle Anforderung die richtige Lösung ausgewählt werden kann. Um die Komplexität zu reduzieren, lohnt es sich aber natürlich, die Storage-Umgebung zu vereinheitlichen. Und ideal ist natürlich dabei, wenn man den Umstieg auf einmal macht, alles rausschmeißt und alles neu macht. Die Realität sieht in den meisten Fällen natürlich ein bisschen anders aus. Wir wissen das. Es gibt laufende Wartungsverträge, es gibt laufende Abschreibungen. Es gibt gut eingeführte Prozesse und Infrastruktur, die natürlich erhalten werden soll, so weit wie möglich. Und natürlich gibt es auch einzelne Bereiche, die vielleicht spezielle Anforderungen haben, die über das hinausgehen, was einzelne Anbieter leisten können. Bei FastLTA gibt es im Bereich das Style Anywhere. Das heißt, Sie können in diesen, wie ich Ihnen vorgestellt habe, diese verschiedenen Bereiche im Grunde überall anfangen. Die Grundeinheit ist bei uns der Controller, wo Sie sowohl mobile Bricks in die 5 Slots, die dann auch erweiterbar sind, einschieben können oder eben die stationären Cyanbrick DS anschließen können. Auch eine Replizierung an zweiten Standort ist damit natürlich möglich. Und die Konfiguration bleibt dabei im Grunde Ihnen überlassen, ob Sie Flashbricks oder festplattenbasierte Cyanbricks nehmen, ob Sie stationäre oder mobile, in welchen Größenordnungen Sie unterwegs sind, ob Sie Replizierungen noch dazu nehmen oder nicht und natürlich, welche Anbindung Sie wählen, ob Sie das per SMB, NFS oder als S3-kompatiblen Object Store anbinden oder für ein AirGap eben als VTL. Das ist bei uns alles frei kombinierbar und der Trick ist natürlich, dass die Hauptinfrastruktur nur einmal zu Buche schlägt und eine Erweiterung für einen nächsten Bereich nur eine Erhöhung der Kapazität als Folge hat, die dann inkrementell preislich relativ überschaubar ist. So sieht unser System dann im Endeffekt aus. Sie sehen auf der ganz oben den Controller, der hat 3 Höheneinheiten, hat bereits 5 Slots für die mobilen Silent Bricks. Darunter sehen Sie einen Silent Brick DS, der hat 1 Höheneinheit, da können natürlich viele mehr folgen. Und wie man sieht, kann man die Silent Bricks eben auch wunderbar rausnehmen und zum Beispiel in ein Safe legen. Sie finden mich auf LinkedIn
oder unter dieser E-Mail-Adresse. Wir werden Ihnen auch noch ein paar Links zu dieser Präsentation und zu diesen angesprochenen Backgroundern zur Verfügung stellen. Und dann bedanke ich mich und freue mich auf interessante Fragen und eine interessante Abschlussdiskussionsrunde.